Krebs wird kein Todesurteil mehr sein. Das hat uns der Chef von CureVac, Alexander Zehnder, vor einigen Monaten versprochen. Die Firma arbeitet an einem Impfstoff gegen Krebs, der schon heute getestet wird. Aber was haben wir dabei wirklich zu erwarten? Wird Krebs ein Ding der Vergangenheit? Werden wir eine so tückische Krankheit mit einer Impfung besiegen? Wir haben uns mal eingelesen und beim Hersteller selber nachgefragt. Und was wir dabei herausgefunden haben, ist einerseits echt ermutigend, aber andererseits vielleicht nicht ganz das, was du denkst. Was das genau bedeutet, das erkläre ich jetzt. In den letzten Monaten gab es viele Headlines. Impfung wird Krebswachstum stoppen, hat zum Beispiel meine Lieblingszeitung Die Bild getitelt. Focus Online schrieb, kommt jetzt die Spritze gegen Krebs? Und bei Merkur hieß es, neue Behandlung für Krebserkrankte, Impfstoff bis 2028 möglich. Einige dieser Headlines waren vielleicht ein bisschen missverständlich. Lass uns das deswegen also mal analysieren und richtig einordnen. Zunächst einmal wird es keine einzelne Therapie gegen Krebs geben. Krebs ist das Ergebnis einer zufälligen Mutation in einer Körperzelle, die dazu führt, dass die Zelle sich wie verrückt vermehrt. Deshalb ist jeder Fall von Krebs im Grunde genommen eine eigene Krankheit. Und trotzdem sieht es gerade so aus, als könnte man mehrere Krebsarten mit derselben Impfung bekämpfen. Aber nicht alle. Das ist ganz, ganz wichtig. Man muss bei solchen Meldungen also schon darauf achten, welche Krebsarten gemeint sind. Das zweite Missverständnis ist, dass Krebs automatisch ein Todesurteil ist. Das stimmt in sehr vielen Fällen einfach nicht. Das Immunsystem kann tatsächlich selbst gegen Krebs vorgehen und macht das auch ständig. Wenn man den Krebs allerdings nachweisen kann, dann bedeutet das, dass das Immunsystem Hilfe braucht. Dann können Tumore bzw. Krebszellen zum Beispiel chirurgisch entfernt oder mit Röntgenstrahlung und Medikamenten abgetötet werden. Neuerdings gibt es auch gentechnische Methoden, mit denen man das Immunsystem dabei unterstützen kann, den Tumor zu bekämpfen. Auch dazu kommt gleich noch mehr. Der Punkt ist, ob die Krebsdiagnose ein Todesurteil ist, das hängt von der Krebsart und davon ab, ob er rechtzeitig erkannt und behandelt wird. Deswegen ist Krebsvorsorge auch so super wichtig. Auch junge Menschen haben ein gewisses Risiko und Männer haben ein höheres Risiko als Frauen. Also, bitte, um euretwillen, informiert euch. Hier zum Beispiel und geht zur Vorsorge. Das ist nicht uncool, das rettet Leben. Krebs ist und bleibt eine ernstzunehmende, bedrohliche Krankheit. Selbst wenn man ihn behandeln kann. Denn chirurgische Eingriffe, Strahlenbehandlung und Chemotherapie beinhalten selbst ein gewisses Risiko und können schwere Nebenwirkungen haben. Je nach Krebsart kann der Weg durch die Erkrankung lang und qualvoll werden. Und deshalb arbeitet man weiterhin daran, bessere Therapien zu finden. Und das ist auch genau das, wofür Firmen wie CureVac, BioNTech oder Moderna jetzt die mRNA-Technologie einsetzen wollen. Die haben wir ja in der Pandemie schon bei der Covid-19-Impfung kennengelernt und mit genau derselben Technologie entwickeln sie jetzt eine Krebsimpfung. Wir haben hier im Team bei den Schlagzeilen zur Krebsimpfung erstmal an so etwas wie die Impfung gegen das humane Papillomavirus, HPV, gedacht. Dieses Virus ist für die meisten Fälle von Gebärmutterhalskrebs verantwortlich. Man beugt also nicht dem Krebs selbst vor, sondern dem Auslöser. Aber die Krebsimpfung, von der wir heute sprechen, die soll das Immunsystem vorbereiten, um Tumorzellen direkt anzugreifen. Und das ist mega cool. Das ist wirklich faszinierend. Aber wie funktioniert das genau? Das haben wir mal das Forschungsteam von CureVac selbst gefragt und eine spannende Antwort bekommen. Also, spätestens während der Pandemie haben sich ja viele von uns mit Impfungen beschäftigt. Und vielleicht kennt ihr alle noch die Spike-Proteine des SARS-CoV-2, wenigstens aus Illustrationen. Die sitzen an der Außenhülle des Virus und sind für sich allein genommen ungefährlich, aber sie dienen dem Immunsystem als Erkennungssignal. Bei der Covid-Impfung werden mRNA-Moleküle injiziert, von denen jedes die Bauanleitung für das Spike-Protein enthält. Gelangen sie in Körperzellen, dann stellen diese selbst das Spike-Protein her. Und wenn es sich erstmal im Körper befindet, dann lernt das Immunsystem, es zu erkennen und anzugreifen. Der Körper wird also so auf eine zukünftige Infektion mit dem Virus vorbereitet. Das Immunsystem springt bei der nächsten Covid-19-Erkrankung einfach schneller an, weil es schon weiß, wie der Eindringling aussieht. Auch Krebszellen haben Proteine auf ihrer Oberfläche, die sie relativ eindeutig als Angriffsziel ausweisen. Solche Antigene wurden in den letzten Jahren für verschiedene Krebsarten identifiziert.
Antigene zu finden ist übrigens gar nicht so einfach, denn Krebszellen sind ja eigentlich nur veränderte Körperzellen und deshalb gibt es nur wenige Unterschiede zwischen Krebszellen und gesunden Körperzellen. Also muss die gesamte Genomsequenz der Tumorzellen detailliert analysiert werden, um genau die richtigen Unterscheidungsmerkmale zu finden. Noch schwieriger wird die Suche, weil sich die Eigenschaften von Tumorzellen im Verlauf der Krankheit weiterentwickeln. Deshalb greift man auf große biologische Datensätze zurück, die mithilfe von Bioinformatik und maschinellem Lernen, also KI, auf die Krebsantigene hin durchsucht werden. Bei der Krebsimpfung werden dann mRNA-Moleküle in den Körper eingebracht, die die Bauanleitung für solche Krebsantigene sind. Die werden dann abgelesen, die Antigene produziert und das Immunsystem lernt sie zu erkennen. Wie bei jeder anderen Impfung ist die Reaktion des Immunsystems dann, die passenden Antikörper oder T-Zellen zu bilden. Vereinfacht gesagt, trainiert man den Körper also darauf, Krebszellen selber zu bekämpfen. Und das ist richtig, richtig cool. Und laut den aktuellen Forschungsergebnissen von CureVac produzieren die auf diese Weise aktivierten Zellen auch über eine längere Zeit Krebsantigene, was zu einer länger andauernden Immunantwort führen kann. Bisher arbeitet man vor allem an therapeutischen Impfungen für Menschen, die bereits an Krebs erkrankt sind. Prophylaktische Impfungen, die für gesunde Menschen mit einem erhöhten Krebsrisiko vielleicht interessant wären, werden schon in klinischen Studien erprobt, aber von einer Markteinführung ist man noch weit entfernt. Getestet wurden mRNA-Krebsimpfstoffe an Patientinnen und Patienten mit Glioblastomen, Melanomen und Eierstockkrebs, aber auch mit Brust-, Lungen- und Prostatakrebs. Das sind die Krebsarten, die die meisten Todesopfer in Deutschland fordern. Und laut CureVac zeigen die ersten klinischen Untersuchungen auch, dass die Impfungen für die Patienten gut verträglich sind, sich Nebenwirkungen also in Grenzen halten und auch wieder weggehen. Alleine hier in Europa kann man jedes Jahr mindestens 200.000 Krebserkrankungen auf Übergewicht zurückführen. Gewicht zu verlieren ist aber definitiv kein einfaches Unterfangen, wie ich euch aus meiner persönlichen Erfahrung sagen kann. Deshalb will ich euch heute die App vorstellen, mit der ich vor 3 Jahren 16 Kilo abgenommen habe. Yasio. Ich selber habe mich die längste Zeit meines Lebens als zu dick betrachtet und darunter litt mein Selbstwertgefühl und noch viele andere Dinge in meinem Leben, bis ich dann im Januar 2021 beschlossen habe, endlich abzunehmen. Die 16 Kilo habe ich abgenommen, indem ich einfach nur angegeben habe, wie viel ich wiege und wie viel ich wiegen möchte. Daraus berechnet Yasio dann, wie viel Kalorien man jeden Tag zu sich nehmen sollte. Dank der großen Datenbank könnt ihr dann einfach alles, was ihr den Tag über esst, per Barcode einscannen oder händisch eintragen. Ich habe mir dann auch ziemlich schnell Yasio Pro geholt, weil es da nochmal mehr Features gibt, zum Beispiel Intervallfasten, was mir persönlich viel geholfen hat. Was ich aber damals noch nicht hatte, war ein Rabattlink von Dr. Watson über 50% für 1 Jahr. Über den Link in der Videobeschreibung bekommt ihr Yasio Pro für ungefähr 2 Euro im Monat und außerdem auch meine persönlichen 5 Tipps zum Abnehmen komplett kostenlos. Ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen und tatsächlich war ich ja gerade auf Tour und da sind mehrere Leute auf mich zugekommen und haben mir erzählt, wie sehr Yasio und Abnehmen durch Kalorienzählen ihr Leben positiv beeinflusst hat. Aber kommen wir nun zurück zum revolutionären Krebsimpfstoff. Ein weiterer Einsatz für die Krebsimpfung ist die Unterstützung einer anderen, neuartigen Krebstherapie, die CAR-T-Zelltherapie. Mit ihrer Hilfe wurden große Fortschritte in der Behandlung bestimmter Formen von Blutkrebs gemacht. Dazu gehören vor allem eine aggressive Form von Blutkrebs, die bei Kindern und jungen Erwachsenen vermehrt auftritt, eine langsam fortschreitende Form von Blutkrebs, die vor allem ältere Erwachsene betrifft, und eine Form von Lymphdrüsenkrebs. Im Gegensatz zur Krebsimpfung ist die CAR-T-Zelltherapie bereits seit 2017 in den USA und seit 2018 in einigen EU-Ländern zugelassen. Sie haben gute Ergebnisse erzielt. Und mithilfe der Krebsimpfung hofft die Forschungsabteilung bei CureVac, die Effektivität zu verbessern und die Einsatzgebiete der CAR-T-Zelltherapie zu erweitern. Okay, klingt nice. Wie funktioniert das genau? Nun, das Besondere bei der CAR-T-Zelltherapie ist, dass Immunzellen der Patientin oder des Patienten gentechnisch umprogrammiert werden. Genauer gesagt geht es um die sogenannten T-Zellen, die kranke Zellen anhand ihrer Antigene erkennen und abtöten können. Um zum Beispiel eine Krebszelle anzugreifen, braucht eine T-Zelle den Rezeptor für das richtige Krebsantigen. Wenn das nicht von alleine funktioniert, kann man mit Gentechnik nachhelfen. Dazu werden T-Zellen aus dem Blut der Patientin oder des Patienten entnommen. Mithilfe von künstlich hergestellten Viren werden die Gene für einen sogenannten Chimären-Antigen-Rezeptor eingebracht. Der erkennt einen von verschiedenen Krebsantigenen.
Die T-Zellen stellen jetzt den neuen Rezeptor her und bauen ihn in ihre Membran ein. Die veränderten T-Zellen werden dann im Labor vermehrt und per Infusion zurück in die Patientin oder den Patienten überführt. Dort greifen die KT-Zellen dann die Krebszellen an. Diese Therapie wird, wie gesagt, für Blut-, Knochenmark- oder Lymphdrüsenkrebs eingesetzt, wenn die Chemotherapie an ihre Grenzen gekommen ist. Und die Ergebnisse sind sehr positiv. Aber auch diese Therapie ist nicht perfekt. Deshalb wird von BioNTech getestet, ob man die KT-Zelltherapie mit einer mRNA-Impfung kombinieren sollte. Insbesondere geht es dabei um den Einsatz gegen Krebsarten, die das sogenannte CLDN6-Antigen präsentieren. Das CLDN6-Protein wird im gesunden Menschen praktisch ausschließlich während der frühen fetalen Entwicklung produziert. Aber in bestimmten Krebsarten, wie Eierstock, Gebärmutter, Hoden-, Magen- oder Lungenkrebs, wird es in großen Mengen hergestellt. Von der Kombination dieser Therapie mit einer mRNA-Impfung gegen CLDN6 in klinischen Studien versprechen sich die Forschenden, dass die KT-Zellen effizienter und vor allem über einen längeren Zeitraum gegen den Krebs vorgehen können. Außerdem könnte die Wirksamkeit gegen sogenannte solide Tumore verbessert werden. Die sind relativ dicht und fest, deshalb stellen sie eine besondere Herausforderung für das Immunsystem dar. Zum Beispiel herrschen in ihrer Umgebung und in ihrem Inneren ungewöhnliche Bedingungen, die es den KT-Zellen erschweren, die einzelnen Zellen anzugreifen. Und dazu präsentieren sie oft viele verschiedene Antigene auf ihren Zelloberflächen. Die meisten davon sind noch unbekannt. Die Suche nach weiteren Antigenen geht deshalb weiter. Vor allem brauchen wir universelle Antigene, die gegen viele Krebsarten einsetzbar sind. Wir waren den vollmundigen Versprechen in den Schlagzeilen gegenüber sehr skeptisch. Eine Impfung gegen Krebs? Wie soll das gehen? Nachdem wir das Thema recherchiert haben, erscheint uns der Ansatz aber gar nicht mehr so abwegig. Möglicherweise gibt es in der Zukunft eine Palette an Impfungen gegen unterschiedliche Krebsarten, die bestehende Therapien ergänzen können. In der Zukunft könnten Menschen mit erhöhtem Krebsrisiko vielleicht standardmäßige Impfungen bekommen, die das Immunsystem auf einige Krebsarten vorbereiten. Das ist gut vorstellbar, denn mRNA-Impfungen sind relativ günstig. Und wenn man dann doch Krebs bekommt, gibt es weitere Impfungen, die das Immunsystem unterstützen oder andere Therapien begünstigen. Wir steuern also immer mehr in eine Zukunft, in der Krebs nicht mehr so schlimm ist, wie es aktuell der Fall ist. Wir finden immer neue Therapien und Verfahren, können Krebs immer besser und früher erkennen und haben eben eventuell bald auch Impfungen. Ein weiteres Werkzeug von vielen im Kampf gegen Krebs. Allerdings sollte man auch darauf gefasst sein, dass sich die Hoffnungen eben nicht ganz so erfüllen. Der Erfolg von Krebsimpfstoffen hängt letztlich davon ab, wie viele Antigene noch entdeckt werden können, die wirklich nur von Krebszellen produziert werden. Und im Moment befinden sich die Impfungen noch immer in der klinischen Testphase und unsere Informationen zu dem Thema stammen vor allem von CureVac selbst. Deren Forscherinnen und Forscher neigen natürlich dazu, ihre eigenen Entwicklungen optimistisch zu bewerten. Also bleibt neugierig und vorsichtig optimistisch. Wie immer, danke fürs Zuschauen. Euer Cedric.